Hallo Leute, Folge 59 von unserem Let's Play von Pokémon Platin. Wir sind immer noch auf der Route 214, wo wir in der letzten Folge angefangen haben, unsere Pokémon für die Top 4 zu trainieren. Und da haben wir schon einige Male gegen diese Trainerin hier, Psycho Ariana, gekämpft. Blumiere ist inzwischen auf Level 52 aufgestiegen. Das kann sich schon sehen lassen. Und wir machen noch ein kleines bisschen weiter damit. Denn unter Level 55 will ich Blumiere nicht mit in die Liga nehmen. Muss ich gestehen. Generell hätte ich gerne alle auf Level 55. Vielleicht das ein oder andere auch auf 56 oder 57. Das wäre sicherlich nicht verkehrt. Denn die Pokémon in der Liga, die fangen bei 49, fängt das niedrigste an, gibt es aber auch nur ein einziges. Dann sind ein paar auf 50 und das geht dann hoch bis knapp über 60, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das stärkste Pokémon in der Liga ist in Platin auf Level 62. Und auch diesmal schaffen wir nicht den K.O. gegen Drift-Zeppeli. Doch bald, bald ist es soweit. So, und ein erneuter Sieg und ein erneutes Level Up. Zweimal werde ich diesen Kampf hier noch machen, denke ich. Wenn ich mich nicht irre und Blumiere zu wenig AP hat, dann sollten wir hier noch zweimal mit Spukball durchgehen können. Und dann dürfte Blumiere auf Level 54 sein. Ja, das eine Level bis 55, im Zweifel machen wir das dann mit einem Sonderbonbon. Ja, wir haben noch 6 AP auf Spukball. Das passt. Das heißt, noch zweimal diese Trainerin hier. Gardevoir mit seinem Spezialverteidigungsbasiswert von 115 ist echt hart zu knacken. Und dann kommt noch eine Psychokinese dazu. Aber gut überstanden, Blumiere. Da sieht man sein praktisches Wesen, das seine Spezialverteidigung erhöht und seinen Angriff senkt. Ein stilles Wesen. Na, schaffen wir auf Level 53 endlich den K.O.? 10 Level Unterschied, das muss doch jetzt mal genügen. Na also, es geht ja doch. Wunderschön. Tja. So, einmal. Supertrank. Ja, einmal Supertrank reicht schon. Willst nicht, Manu. Willst jetzt? Ja, danke schön.
Ich glaube, ich mache die meiste Zeit zu viele Schritte mit dem Kampfwander, jedenfalls mehr als nötig sind. Es sind 100 Schritte nötig. Das ist eigentlich damit erledigt, dass ich von der Stelle, wo die Trainerin steht, dreimal nach oben bis zu dem Häuschen und wieder zurückradel. Hallo, Gardevoir. Würde mich freuen, mal einen Volltreffer gegen dich zu landen, wenn du dich schon nicht mit einem Schlag besiegen lässt. Na, es soll wohl nicht sein. Oh oh. Aua. So, dafür gibt's wenigstens zur Belohnung das Level ab. Ganz herzlichen Dank. So, und nur noch dieses eine Mal Drift Zeppeli ausschalten, dann gehen wir erstmal zum nächsten Trainer und zum nächsten Pokémon über. Danke fürs gute Training. So, du bist der nächste Trainer, gegen den ich trainieren möchte. Und zwar mit Lightning. Oh, nee. So, erst Y drücken. So, so, deine Glücksmünze sagt dir, du hättest heute mehr Glück. Beim letzten Mal hat diese Sacknase hier mit einem Goldini auf Level 30 gegen uns gekämpft. Damals hatten wir noch ein Knospi auf Level 27, glaube ich. Und das wollte sich so gerne zu Roselia weiterentwickeln. Doch dann kam dieses Goldini mit Hornbohrer an und traf. Beim ersten Versuch. War fassungslos. Golking bringt mir ehrlich gesagt zu wenig Erfahrungspunkte. Was machen wir denn da? Ganz einfach, Plan B. Auf nach Sonnewiek. Und von da aus weiter auf die Route 222. Aber erstmal gerade heilen. Warum soll ich damit warten, wo wir schon vor dem Pokémon Center landen? Dankeschön. Tschüssi. So und... nein. Ich möchte ja auch mein Fahrrad. Ich habe schon wieder nicht nachgedacht und zu schnell gedrückt. So, und jetzt wollen wir uns einen geeigneten Angler aussuchen. Möglichst einen, ich glaube, es gab hier einen, der nur ein Gyarados hat. Kann sogar sein, dass das der hier außen war. So, und der da oben an dem Gras steht, der hat ein Luxtra. Und wenn der sich dazu durchringen sollte, gegen uns zu kämpfen, dann können wir bei dem unsere Amanda trainieren. Und er möchte gern. Er ist ein möchte gern. Hey. Hallo. Und du gibst uns doch jede Menge Geld nach dem Kampf, oder? Du Schnösel. Und ohne Bedroher, wie gehabt.
und schon hat Amanda ihr nächstes Level ab. $7200. Na, wenn man mal für einen Pokémon-Kampf echte $7200 kriegen könnte. Nicht, dass ich jetzt aus Spiel und Spaß ein großes Geschäft machen wollte, aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß in Sachen E-Sports inzwischen League of Legends zum Beispiel ist, was da also für eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird. In einem gigantischen Stadion irgendwo in Amerika, dann bei der letzten WM sind Imagine Dragons aufgetreten, live in einem Stadion, haben irgendwie einen Server-Titelsong für League of Legends beigesteuert und den dann da live performt, und dann traten da eben die ganzen Teams von League of Legends Spielern in diesem Stadion an, und auf großen Bildschirmen wurde übertragen und das ganze Stadion war voll mit Leuten, die sich das angeguckt haben. Das war der Wahnsinn. Bei Pokémon gibt's sowas ja zumindest noch nicht, aber ich denke, Pokémon wäre durchaus ein Spiel, das sich für solche E-Sport-Events auch eignen würde. Ich meine, es gibt ja schon die internationalen Meisterschaften und die Weltmeisterschaft, und inzwischen wird ja auch komplett live gestreamt. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, da kann man noch einiges draus machen. So, wie wir inzwischen gesehen haben, dieser Trainer hier hat nicht nur ein Gyarados, sondern auch ein Karpador. Aber das ist nicht so schlimm, das nehmen wir dann halt auch mit. Na, wer will? Keiner. Ihr Lappen. Kämpft gefälligst. Ich befehle es euch. Na, sehr schön, ein Freiwilliger. Mal wieder Amanda nach vorne. Mich würde interessieren, ob ihr, die mein Let's Play schaut, Pokémon als E-Sport auch gut findet oder fändet, wenn das noch mehr sich ausbauen würde. Ob ihr das supporten würdet, ob ihr selber dann an solchen Events eher teilnehmen würdet. Lasst gerne Kommentare da. Während wir uns hier weiter mit unwilligen Trainern rumärgern. Jetzt wollen sogar beide. Wir haben die Qual der Wahl. Amanda war vorne, richtig? Ja. Jetzt haben wir zumindest in dieser Folge etwas mehr Abwechslung als in der letzten. Das ist doch auch schon was, dass wir zwei Pokémon bei zwei Trainern in derselben Folge trainieren. In der vergangenen Folge hatten wir ja zumindest am Anfang den Kampf gegen Barry bei der Pokémon-Liga. Das war ja auch ganz interessant, zumal er levelmäßig praktisch mit uns genau gleich auf war. So, du möchtest immer noch kämpfen, habe ich gehört. Das würde mich sehr freuen. Ja. Na dann, hol den Karpfen raus. Bringen wir es hinter uns.
Dieser Karpfen schmeckt ziemlich lasch. Vielleicht ist lasch sogar sein Wesen. Wer weiß. Aber für dieses Garados hier lohnt es sich immer wieder zu kommen. Herzlichen Dank für diesen Kampf. Hallo, da bin ich schon wieder. Heinrich. Heinrich, ich bin wieder da. Ich habe nie darauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte bringt dieses Carpador eigentlich. 180. Ja, das ist doch auch schon was. Eigentlich nicht wert, dass man diesen Kampf hier mitnimmt, wegen dem Carpador, aber... das ist immer noch der wahrscheinlich beste Kompromiss, den ich hier gerade machen kann, weil ich zwei geeignete Trainer innerhalb der Reichweite des Kampfwanders habe. Und wenn einer nicht will, will vielleicht der andere. Und dann habe ich zumindest immer eine Möglichkeit, ohne direkt wieder das Gerät aufladen zu müssen. Indem ich wieder 100 Schritte mache. Kostet ja auch alles ein bisschen Zeit. Und jetzt wollen wieder beide. Nehmen wir erstmal den Herrn Heinrich hier wieder. Dann kann Luxtra, also Lightning, erstmal vorne bleiben. Vielleicht reicht's noch nicht ganz zum Level up jetzt mit dem Garados gleich. Aber das bringt immerhin jedes Mal über 2000 Erfahrungspunkte ein. Ja, ja, bedroh du uns nur. Wir haben ja Schockwelle. Aber kein Grund zur Panik. Und das reicht doch zum Level up. Schön. Gut so. Verteidigung plus 0. Ja gut, meinetwegen. Soll mir recht sein. Hauptsache es gibt Angriff und Initiative dazu. Genau, du möchtest kämpfen. Dann Amanda, bitteschön, dein Auftritt. Hallo Luxtra. Lange weg gewesen und doch erkenne ich dich wieder. Ihr dürft mir übrigens gerne sagen, wenn es euch nicht gefällt, wenn ich ganze Folgen mit reinen Trainingsinhalten fülle, dann schreibt auch das einfach in die Kommentare. Dann würde ich mir das zu Herzen nehmen und bei meinen zukünftigen Let's Plays würde ich dann einfach sagen, okay, Training außerhalb der Kamera. Dann muss ich da nicht extra ganze Folgen für opfern und ihr müsst nicht einen Tag länger warten, damit wieder
neuer Inhalt kommt. Ich denke, so zwei Kämpfe können wir in diese Folge noch reinpacken. Dann ist aber auch erstmal wieder Schluss. Und ich denke, das werden genau diese zwei Kämpfe sein. Na, kriegen wir das Level Up schon hin? Bin gespannt. Gibt doch kaum was Spannenderes, als zu sehen, ob die Erfahrungspunktleiste knapp das Maximum erreicht und es ein Level Up gibt oder ob man bis zum nächsten Kampf warten muss. Und wir erreichen Level 53. Angriff plus 5. Ja, das sieht man wirklich gern. Aber auch kein Wunder, denn Luxtra bringt ja 3 Punkte, 3 EVs auf Angriff. Insofern ist das nicht verwunderlich. Hallo Heinrich. Hallo Carpador. Mann, wenn er das wenigstens entwickeln könnte. Das wäre großartig. Aber falls er das tut, dann erst nach den Top 4. Und dann brauchen wir es auch nicht mehr unbedingt. Aber dich nehmen wir doch gerne mit. Hallo, Garados. Einmal die Schockwelle, bitte. Bestellung wird ausgeliefert. Bitte warten. Bestellung erfolgreich überliefert. Wie, kein Trinkgeld? Was soll das denn? Unfreundliches Pack. Ich husche nochmal schnell und gucke, ob die beiden wieder kämpfen wollen. Wenn ja, dann packe ich das auch noch eben hier in diese Folge rein. Aber sie wollen beide nicht. Tja, so ist das nun mal. Dann mache ich an der Stelle halt doch einen Cut. Bedanke mich bei den Leuten, die auch in dieser Folge wieder zugeschaut haben. Und hoffe, ihr haltet noch ein, zwei Trainingsfolgen mehr aus. Die werden wir noch dringend brauchen. Dann geht's aber endlich los mit der Pokémon-Liga. Ich freue mich, wenn ihr bis dahin weiterhin zuschaut oder ansonsten bei der Pokémon-Liga wieder einsteigt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.